Aufgaben, die die Gesellschaft einer Universität stellt, sind klar: Forschen und Lehren. Bei der Lehre geht die Produktivität der Uni fast automatisch hinaus in die Welt. Die Absolventen sind nach ihren Abschlüssen in allen Bereichen der Gesellschaft zu finden. Bei Erkenntnissen aus der Forschung ist die Sache nicht ganz so einfach, denn die haben keine Beine und schreiben auch keine Bewerbungen. In einer Wissensgesellschaft ist Wissenskommunikation deshalb unverzichtbar, um Wissen aus den Unis in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir haben es hier mit einem besonders schönen und gelungenen Beispiel für die Wissenschaftskommunikation der WWU zu tun. Wir sind hier in der sogenannten Münster-Mumien-Ausstellung. Hier können Besucherinnen und Besucher sehen, was die Ägyptologen zu dieser Mumie herausgefunden haben. Zum Beispiel, dass die Mumie und der Sarkophag, anders als man lange dachte, gar nicht zusammengehörten. Die stammen aus unterschiedlichen Jahrhunderten. Man kann hier aber auch sehen, was Ägyptologen und Philosophen gemeinsam erforschen über die Frage, wie Menschen in verschiedenen Kulturen mit dem Thema Tod, auch mit der Frage nach der Ewigkeit umgehen. Wissenschaftskommunikation läuft in der Regel so ab: Wir als Kommunikatoren schauen in die Forschung hinein. Wir suchen für den Transfer die Themen, die Aufhänger, die die Menschen interessieren, die von gesellschaftlicher Relevanz sind, und wir bereiten das textlich auf. Ja, wir schauen dann, welche Medien interessiert es. Das kann die Regionalzeitung hier vor Ort sein. Das können aber auch Internetangebote sein, die wir selber produzieren. Wissenschaftskommunikation bedeutet nach wie vor ganz überwiegend Naturwissenschaftskommunikation. Und das ist schade, muss man sagen. Wir hier in Münster gehen das offensiver an. Wir bereiten bewusst die Themen der Geistes- und Sozialwissenschaften auf. Wir zeigen ihre gesellschaftliche Relevanz. Und dass das klappt, merken wir daran, wie oft wir zitiert werden, gedruckt werden, gesendet werden. Und wir merken es auch daran, dass andere Unis fragen: Wie ist eigentlich euer Konzept? Wie macht ihr das? Dieser Transport nennt sich Transfer. Und von diesem Transfer profitieren beide Seiten, Wissenschaft und Gesellschaft. Der Transfer aus der WWU soll aber auch in Unternehmen landen. So sind Forscher der WWU Partner der Wirtschaft in dem Bemühen, umweltfreundliche Lösungen für den Alltag zu entwickeln. Beispielsweise Reifen aus Löwenzahn. Klingt komisch, ist aber so. Im ersten Eindruck mag das Projekt sich sehr verrückt anhören, aber die Idee ist eigentlich gar nicht so neu, den russischen Löwenzahn als Alternative für Naturkautschuk zu verwenden. Und wir haben in den letzten 5 bis 10 Jahren sehr viel grundlegende Arbeiten an der WWU gemacht und haben eben die Pflanze so optimiert, dass jetzt einer der größten deutschen Reifenhersteller oder der größte deutsche Reifenhersteller erstmalig Hochleistungsreifen aus dem Gummi von Löwenzahn bauen konnte. Und interessanterweise und glücklicherweise war es so, dass diese Reifen, die dann gebaut wurden, im Vergleich eine bessere Performance hatten als der Reifen aus Naturkautschuk aus dem Kautschukbaum. Also in der Summe ein großer Erfolg, grundlegende Arbeiten an der WWU, die da jetzt auch in die Wirtschaft gegangen sind. Und das macht uns doch sehr stolz, dass man auch sowas machen kann und nicht nur alle Ergebnisse in der Grundlagenforschung verbleiben. Ich habe mal gehört, das ist wahrscheinlich nur so eine grobe Redensart, dass ich irgendwie der... Alle 20 Jahre verdoppelt sich der Wissensschatz. Das heißt, es gibt ja an Erkenntnissen eine ganze Menge, was aus den Unis rausgepumpt werden kann. Ist das, was wir jetzt gesehen haben, diese im wahrsten Sinne des Wortes exzellenten Beispiele, ist das eigentlich ein Gleichziehen oder ist die Entwicklung, was die Wissenschaftskommunikation angeht, noch stärker als die, sag mal, die Wissenskurve momentan? Das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich glaube, wir leben tatsächlich in einer Zeit, wo die Generierung von Wissen exponentiell zugenommen hat und die Wissenschaftskommunikation kommt dann nicht so schnell hinterher. Ist ja auch ein vielfältiges Bild, der Film hat es gezeigt, in den Geisteswissenschaften ist Transfer ganz anders notwendig oder hat auch andere Sinn und Zweck als zum Beispiel in den Naturwissenschaften. Die Exzellenzcluster, die wir haben, und CIM ist jetzt zum Beispiel in dem Film gar nicht zum Zuge gekommen, also wir haben ja noch ein Exzellenzcluster Cells in Motion aus der Medizin und den Lebenswissenschaften, die haben da eine Vorreiterrolle, weil die im Rahmen ihrer letzten Förderphase schon in der Lage waren, solche Wissenskommunikationsplattformen aufzubauen, und die sind gewissermaßen auch ein bisschen wegweisend dafür. Ich war einmal ein junger Mann und als ich damals dann für den WDR bei der Uni anrief,
da konnte das manchmal dauern, bis man da was erfuhr, wenn man was erfuhr durch Zufall, dass es da was Interessantes gibt. Ich habe das Gefühl, dass es doch jetzt eine andere Einstellung ist, dass man sehr viel breiter und sehr das gleich mitdenkt, dass man das auch kommuniziert. Ist da flächendeckend schon eine andere Einstellung eingetreten? Naja, es ist einerseits, ich glaube, wir alle Forschenden, Professoren sind uns durchaus bewusst, dass wir nicht als Selbstzweck forschen, sondern dass das tatsächlich auch was ist für die Gesellschaft. Andererseits wird das natürlich auch durch die Politik und die Gesellschaft an uns herangetragen. Also es ist ja auch so, dass viele Themen, die an dieser Universität beforscht werden, aus der Gesellschaft an uns herangetragen wurden. Und gerade die beiden Exzellenzcluster spiegeln das, glaube ich, vorbildlich wider, weil das sind Themen, die zum Beispiel auch einzelne Fachbereiche alleine nicht leisten können, wo man in einem interdisziplinären, transdisziplinären Umfeld erstmal untereinander kommunizieren muss und dann raus in die Öffentlichkeit. Das kann jetzt schnell so klingen, dass es so eine Einwegpumpe ist. Also Wissen ist wird in der Uni generiert und wird dann rausgepumpt. Aber die Aufgabenstellung, das wäre genau auch meine Frage an Sie, Professor Quante, gewesen. Wie ist das eigentlich? Mal ein Beispiel dafür, wo die Gesellschaft das in die Universität reingibt und sagt, das ist ein Anliegen, das wir haben, da müssen wir drüber nachdenken. Ja, es gibt viele Beispiele, also Religion und Politik ist sicherlich eines, dass in dem Spannungsfeld wir in unserer Gesellschaft und die Weltgesellschaft insgesamt Probleme hat, ist offensichtlich. Ja. Dass wir im Umbau unseres Sozialstaates, solange wir ihn nicht als Abbau betreiben, Probleme haben, die wir wissenschaftlich begleiten sollten, mit Wert- und sozialwissenschaftlichen Fakten im Bereich von Medizin und Gesundheit, im Bereich von Energie, mit Ingenieurswissen, mit naturwissenschaftlichen Grundlagen, ist, glaube ich, unbestreitbar. Ich glaube, die großen Herausforderungen, jetzt kann jeder im Kopf mal 5 auf einen Zettel schreiben, davon werden 2 oder 3 auf fast jedem Zettel stehen, sind nie einer einzelnen Disziplin zuzuordnen. Dass wir überhaupt angefangen haben, mal den Fuß aus der Fakultätssäule herauszusetzen und zu gucken, dass in den anderen Elfenbeintürmen ja auch Leute sitzen und dass man sich zusammentun kann und muss, das ist zum Teil der Druck der Gesellschaft. Das heißt, unsere gesellschaftlichen Aufgaben und, wenn man es mal negativ formulieren, Probleme, die wir haben, können dann eigentlich nur noch von Verbänden gelöst werden, weil die Gesellschaft auch so komplex ist. Ich glaube, dass die Komplexität der Gesellschaft, der Technisierungsgrad, der Differenziertheitsgrad des Wissens, der zu einer sehr feinen Ziselierung der Wissenschaften geführt hat, es zwingend erforderlich macht, dass die meisten der gesellschaftlich drängenden Fragen nur noch interdisziplinär gelöst werden können. Das ist sozusagen der gesellschaftliche Transformationsdruck auf unser System, der bis in die Frage, wie man Fakultätsstrukturen als Säulen, die wir brauchen, mit Querschnittsverbünden, die wir eben dafür auch brauchen, so intelligent zusammenbringt, dass das nicht wie bei einem Baum ist, wenn man da einen Querschnitt macht, fällt das Ganze nämlich um. Und das meine ich so, wenn man sich mit Interdisziplinarität beschäftigt, scheitert das nie an der Kompetenz, der wissenschaftlichen Kompetenz, sondern an anderen Schwierigkeiten. Das andere Problem ist, dass wir aufhören müssen, als individuelle Wissenschaftler 2 Reflexe zu haben. Erstens, wenn die Gesellschaft, egal in welcher Form, an uns herantritt und eine Frage stellt, zu sagen, so kann man nicht fragen. Also frag mich doch mal so, dann kann ich das in meiner Wissenschaft machen. Wenn wir das zu oft tun, wird die Wissenschaft erkennen, dass die Gesellschaft entdeckt hat, dass sie uns finanziert. Das wäre nicht gut. Und das sollen Sie nicht entdecken. Doch, das dürfen Sie entdecken. Wir sollten nur nicht immer sagen, so darfst du nicht fragen. Am anderen Ende dürfen wir auch nicht sagen, du musst jetzt dieses Niveau wissenschaftlicher Darstellung meistern, um an unserem Wissen zu partizipieren. Sonst wird dieses Wissen unterkomplex und damit falsch. Wir müssen es also aushalten, und das lernen wir ein bisschen schon im interdisziplinären Dialog, so viel disziplinäre Exaktheit wie nötig für das Problem mit einer Beschreibung und Adressierung an andere,
zu verbinden, dass es nicht falsch wird, vertretbar bleibt, verständlich wird und umsetzbar wird. Und dafür brauchen wir natürlich die Wissenschaftskommunikation. Deswegen wird die ja auch über die Exzellenzinitiative hinaus ein Schwerpunkt der gesamten Universität werden. Frau Ravenstein hat mit relativ breiter Brust gesagt, das wird auch die Welt verändern, also die Gesellschaft verändern, wenn wir Lehre und Forschung so kombinieren können. Wird diese verstärkte Wissenschaftskommunikation auf der Straße oder in unser aller Leben sich niederschlagen, oder hat sie das vielleicht schon und wir haben es noch gar nicht gemerkt? Ich mache es mal andersrum. Wenn wir so viel darf ich nicht fragen. Nein, ich beantworte Ihre Frage. Es ist nämlich so, je mehr wir Einzelwissen hochkomplex produzieren und diese Vermittlungsleistungen nicht schaffen, desto mehr passiert das, was jeder von uns aus seinem Fach kennt. Wenn es so viele Publikationen gibt, dass ich sie nicht mehr alle lesen kann, bin ich legitimiert, keine einzige mehr zu lesen. Und wenn eine Gesellschaft das Gefühl hat, dass sich da etwas verselbstständigt, dass man weder direkt gebrauchen noch verstehen kann, dann wird man es irgendwann beiseite legen. Und das ist ein Hintergrund für das, was uns heute gesellschaftlich um die Ohren fliegt. Deswegen ist es eine Negativanalyse. Wir machen da noch zu wenig. Und es gibt eine zweite Geschichte. Es geht nicht nur um Faktenlernen. Ich glaube, wir könnten, was Transfer angeht, uns auch Formen der Partizipation. Wie kann ich nicht zum Wissenschaftssystem gehörige Gruppen, Individuen, in wissenschaftliche Handlungsformen mit einbauen? Ich glaube, wir werden in der Zukunft solche Arten von Transfer im Sinne von Partizipation, aber auch Transfer über Wissen und Techniken oder Medikamente oder technische Lösungen hinaus im Sinne von zivilgesellschaftlicher Verantwortungsübernahme mehr leisten müssen, damit der Satellit Wissenschaft nicht abgekoppelt, isoliert wird und damit der Gesellschaft nicht mehr zur Verfügung steht. Das ist meine feste Überzeugung. Also mehr miteinander reden. Mehr miteinander reden, ja, aber vor allem auch, und ich weiß, weil ich ein bisschen ja in der Medizinethik auch unterwegs bin, als Wissenschaftler zu sagen, wenn ich auf den Platz gehe, dann geht es da nicht nur um Wissenschaft, da geht es auch mal anders zu, aber wenn ich für eine bestimmte Haltung und für bestimmte Werte, die unseren Kanon ja im Hochschulentwicklungsplan mitprägen sollen, eintreten will, dann geht es nicht nur am Schreibtisch, da muss ich da auch raus und ich muss den Dialog mit denen suchen, für die wir das auch tun. Das ist manchmal anstrengend, aber es gibt einfach keine Alternative, wenn wir in unserer demokratischen Lebensform festhalten wollen. Und das würde ich gerne. Und das soll Ihnen allen dann auch Appell sein, denn im Anschluss an diese Bühnenveranstaltung gibt es ja dann noch wahrscheinlich ein Getränk. Und bei dem kann man natürlich auch die Wissenschaft direkt ansprechen. Und ich habe eine letzte Frage, bevor wir diese Runde beenden. Sie sehen ja schon diese geballte Gestaltungskraft, dieser Wille, die Welt neu zu formen, den wir hier versammelt haben und den der Rektor natürlich auch um sich versammelt hat. Ich habe das bei Wikipedia gegoogelt. Ich glaube, es gibt in den 5 Kontinenten und den umliegenden Ortschaften kein Rektorat, wo sämtliche Prorektoren, deren Namen mit M anfängt. Jetzt haben Sie doch mein heimliches Optimierungskriterium entlarvt. Gut. Dann, meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Ihr Vorname mit M anfängt, ist vielleicht noch was möglich. Der Rektor wird sicherlich auch für solche Anfragen heute Abend zur Verfügung stehen. Danke sehr.